Die Immobilien- und Baukosten in Haltern am See sind auch in diesem Jahr weiter angestiegen. So langsam wird das Bauen und Kaufen von Immobilien für Bauinteressenten unerschwinglich. Doch trotzdem reißt die Nachfrage nicht ab, weiß Baudezernent Siegfried Schweigmann vom Fachbereich Planen und Bauen der Stadt Haltern. Ja, wir verzeichnen ja bereits seit etlichen Jahren Preissteigerungen im Immobilienbereich. Was die Grundstücke angeht, können wir das vor allem an den amtlich ermittelten Bodenrichtwerten festmachen, die vor circa 6 oder 7 Jahren bei uns in Haltern am See so richtig angezogen haben. Die Nachfrage ist weiterhin riesengroß und das Angebot kann die Nachfrage noch immer nicht befriedigen. Das ist für uns die Hauptursache für die hohen Preise bei uns in Haltern am See. Seit 2015 oder seit 2016 sind die Bodenrichtwerte in den Baugebieten durch die Bank um rund 80% gestiegen. In wenigen Bereichen haben sie sich sogar verdoppelt. In den letzten 2 Jahren sind die Bodenrichtwerte jährlich um sage und schreibe 15% gestiegen. Das hängt natürlich wie immer von der Lage ab. In einzelnen Bereichen im Norden und im Nordwesten von Haltern Stadt werden jetzt schon Bodenrichtwerte um 500 Euro je Quadratmeter erreicht. Wir haben also jetzt in diesem Jahr auch tatsächlich erstmals die Schallgrenze von 500 Euro im Bodenrichtwert durchbrochen. Der Marktpreis, also die Preise, die tatsächlich gezahlt werden, liegen überall noch darüber. 100 oder 200 Euro über dem Bodenrichtwert werden ohne weiteres gezahlt. Immobilienberaterin Sabine Kulig verfolgt seit Jahren die Schwankungen der Preise im Immobiliengeschäft. Sie hofft, dass die hohen Preise bald wieder sinken. Ja, es ist immer noch sehr teuer. Wir merken allerdings einen leichten Abwärtstrend und das ist auch gut so. Mit welchen Grundstückskosten müssen Bauwillige jetzt rechnen? Also in Haltern würde ich sagen zwischen 600 und 800 Euro den Quadratmeter. Ist Bauen derzeit noch finanzierbar? Wenn man genügend Eigenkapital mitbringt. Wie viel Eigenkapital sollte man denn haben? Ich denke, 30% wären schon sehr angesagt. Gab es Bauwillige, die sich ihren Traum vom eigenen Haus jetzt nicht mehr leisten können, sind zurückgetreten? Ja, das gibt es schon, weil auch es ist natürlich schwer, auch Material zu bekommen im Moment. Auch Material verteuert sich sehr stark und einige bevorzugen doch die Eigentumswohnung im Moment. Der Bauboom reißt den Haltern nicht ab. Der Fachbereich Bauplanung ist derzeit dabei, weitere Baugebiete zu erschließen. Allerdings gelten bei Grundstücksvergaben sehr unterschiedliche Kriterien. Bauunternehmer Ralf Mertmann spürt die derzeitige Unsicherheit der Bauwilligen deutlich. Zum einen wird die Einhaltung von Lieferterminen aufgrund des Ukraine-Krieges immer schwieriger. Hinzu kommen steigende Kosten durch die Energiekrise. Bereits jetzt sei die Nachfrage rückläufig, so Ralf Mertmann. Er fordert die Politik auf, sehr schnell für Planungssicherheit, zum Beispiel im Energiebereich, zu sorgen. Wenig regnet momentan, die Flüsse haben alle Niedrigwasser. Sehr viel wird auch über die Flüsse transportiert, zum Beispiel der Stahl. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem, was wir haben, ist, dass es immer weniger Lkw-Fahrer gibt. Auch sehr viele ukrainische Lkw-Fahrer natürlich momentan auch nicht für die Firmen verfügbar sind. Also auch da gibt es Lieferschwierigkeiten. Also mit Gasheizung plant momentan sowieso niemand mehr. Wobei man aber auch sagen muss, dass aufgrund der Unsicherheit, die wir haben, aufgrund der Energiepreise, es momentan sowieso merkbar, spürbar zurückgeht, was Planung von allen Familienhäusern betrifft. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der im nächsten Jahr der Vorlauf wesentlich geringer ist, weil auch die Nachfrage sinkt und die Auftragslage, wenn es so weitergeht, auch dementsprechend zurückgehen wird. Dann müssen wir nur an die Politik appellieren, gerade was die Energiekosten betrifft, da sehr schnell für Sicherheit in der Industrie und im Mittelstand zu sorgen. Denn wenn wir da keine Sicherheit haben, wo die Energiekosten hingehen, dann wissen wir auch nicht, wo die Materialpreise hingehen. Und dann kann man auch nicht kalkulieren und dann wird auch nicht mehr gebaut. Die politischen Gremien wollen in den nächsten Wochen über die Kriterien für eine Baulandvergabe entscheiden. Besonders junge Familien könnten dann wieder in den Genuss eines günstigen Baugrundstückes gelangen, um so den Traum vom eigenen Heim wahr werden zu lassen.